Kapitel 2. Keine Macht über mich. Eine Frage habe ich noch. Omegon blieb stumm, doch tatsächlich auch anwesend, scheinbar die Frage abwartend. Aber wäre es vielleicht doch besser, einfach ruhig zu bleiben? Wie würde der Tyrann wohl reagieren, wenn... Dann sprich und stehe nicht stumm in der Landschaft! Weshalb hast du Günther belogen? Er ist dein treuester Anhänger. Und du verheimlichst ihm etwas. Nervös wartete der Diener durch die folgende Stille. Hatte er so direkt sein müssen, Omegon würde ihm das niemals durchgehen lassen. Es war doch ohnehin nicht mehr ein Gefühl gewesen, dass überhaupt etwas im Busch war. Nun, ich muss zugeben. Mich überrascht, dass du erschließen konntest, dass ich dich die ganze Wahrheit offenbart habe. Ich muss wohl noch weiter an meine Redekünsten feilen. Es ging um etwas, das nur Günther nicht wissen darf. Ob du es weißt, ist mir egal. Du wirst es ohnehin merken, wenn du Bescheid weißt. Solange du gegenüber den Pokémon dieser Welt schweigst. Ich hielt es schlicht für eine schlechte Idee, Günther mitzuteilen, dass ein Pokémon meiner Zweigwelt, sogar eine, die einst auf Günthers Seite kämpfte, sich entschloss, mit den Reisenden mitzureisen. Er darf nicht anfangen zu zweifeln. Und die Reisenden dürfen es auch nicht. Nicht an dieser Mitstreiterin. Das heißt, dass ich mich einer deiner einstigen Helden gegenüberstellen muss. Mehr oder weniger. Sie ist die Tochter zweier von ihm. Doch vor allem ist sie Tochter von jenem Pokémon, welches Darkrai aus einer verlorenen Seele formte. Heißt, sie ist das nächste, was Darkrai zu einer Ahnen hat. Und damit missfällt sie mir eigentlich. Aber du musst dir keine Gedanken um sie machen, ne? Der Plan umfasst keinen Kampf. Doch sollte er entstehen, wirst du problemlos sie. All deine Feinde sind niemand. An einem fernen Ort hingegen erwachte Flamme. Eine weitere Reise zwischen den Weltenbäumen, und es zeigte sich, dass dies wohl gleichzusetzen war mit einem weiteren Erwachen an jenem See im Nirgendwo. An jenem Ort, wo Inferno schlummerte. Oder wohl er nicht schlummerte, wenn er Flamme denn so nerven musste. Und doch, im Anblick dieses Sees, das letzte Mal, dass Flamme hierher gerufen wurde, hatte ihm manches gelehrt. Vor allem, dass er diesen Ort einfach verlassen konnte, legte er es dann darauf an. Und gerade dieses Wissen, kontraintuitiv zu dem, wie es erst scheinen könnte, motivierte sich dieses Mal wieder dem Ebenbild zu zeigen. Denn immerhin wusste er nun, er konnte einfach gehen, wenn er das denn wollte. Und wenn er die Nerven verlor. Und er hatte Fragen. Ein kurzer Schluck, so wie es immer war, ließ das Wasser sich verwirbeln. Ein neues Gegenüber zeigte sich. Ein Vulpix ungleich seiner Reflexion. Endlich kommst du wieder her. Flamme, warum genau? Du kannst die Frage gleich vergessen. Heute stelle die Fragen ich und nur ich. Tatsächlich verstummte Inferno, wenn auch eher aus Schock als aus Gehorsam. Dann los! Was für Geheimnisse hast du noch? Was verheimlichst du mir? Erklär mir mal, woher Omegon von dir weiß. Wie weiß er von einem Vulpix, geleitet von einem Inferno? Wie kann er davon reden? Diese Frage hörend schien bloß die, St-
Stille des Abbildes lauter zu werden. Zumindest für einen kurzen Moment. Das hat er gesagt? Davon redet er? Ich schwöre, bei allem, was ich habe und bin, ich kann mir das selber nicht erklären. Spar dir deine Ausreden und sprich. Ich meine es ernst. Überleg doch mal, wenn ich etwas aus meiner Zeit, bevor ich deine Flamme war, verheimlichen würde, dann würde sein Wissen doch keinen Sinn machen. Erinnerst du dich denn nicht mehr, dass du mir den Namen Inferno gegeben hast? Bevor ich bei dir war, trug ich einen anderen Namen. Auch wenn Omegon definitiv das Pokémon kannte, dessen Flamme ich zuvor war, kann er nicht Inferno kennen. Oder sollte es zumindest nicht. Es fühlte sich so gut an. Endlich einmal hatte Flamme die Kontrolle über ein Gespräch mit Inferno. Und das Bild im See hatte keine. Absolut keine. Und trotzdem gestehst du mir weitere Lügen. Omegon kannte dein letztes Pokémon. Was soll ich mir da denken? Und wie kannst du mir garantieren, dass Omegon deinen Namen nicht von jenen Zeiten kennt, nachdem ich dich benannt habe? Wie kann ich wissen, dass du nicht für ihn arbeitest? Ist das, weshalb du willst, dass ich alleine reise? Wenn mir etwas daran liegen würde, hätte ich dir gesagt, du sollst das Telitium entsorgen und dann abgewartet, bis der Wahn dich überkommt. Du hast inzwischen selber die Kraft des Telitium gelernt, nicht? Und ich wollte dich immer dazu hinleiten. Außerdem, wie sollte ich mit Omegon arbeiten? Wie sollte ich mit ihm kommunizieren? Ich bin ein Teil von dir. Ich kann nirgendwo hin, wo du nicht bist. An diesem Ort hier bin meistens ich nicht, du aber schon. Im Geiste bist du immer hier, weil dieser Ort in deinem Verstand liegt. Und jetzt gib mir einen Grund, dir zu glauben. Nach all den Lügen, die du mir schon erzählt hast, wie kann ich sicher gehen, dass du nicht in Wahrheit doch an andere Orte reisen kannst? Dort mit Omegon redest. Immerhin bemerke ich deine Präsenz nur selten. Wenn ich mich öfter in deine Gespräche einmische, hast du doch auch etwas dagegen. Du musst dich nicht einmischen, um dich bemerkbar zu machen. Dann sag mir doch, was denn dein Plan ist. Wie soll ich dir denn beweisen, dass ich immer hier bin, wenn auch du mir glauben sollst? Ein gutes altes Marco Polo Spiel oder was? So scherzhaft dieser Beitrag auch war, Flamme durchfuhr bei der Idee eine gewisse Schadenfreude. Das klingt doch nach einem Plan. Du merkst doch, was ich denke und kannst meinen Gedanken antworten, nicht? Dann machen wir das doch. Ich nehme mir heraus, wenn ich einfach will, das Wort Marco zu denken und dann erwarte ich von dir die passende Antwort. Die Reaktion war genau wie erwartet. Zum wiederholten Male. Völlige Sprachlosigkeit. Das meinst du hoffentlich als Scherz, oder? Nicht im Ansatz. Es ist die beste Möglichkeit für mich sicherzugehen, dass du dauerhaft anwesend bist. Die Idee ist Bullshit. Genau wie im Prinzip alles, was du gerade sagst und machst. Das hier sollte eine Teamarbeit sein. Team. Da sollte das Vertrauen auch so reichen. Habe ich denn nicht schon genug bewiesen, dass ich helfen will? Habe ich nicht schon vor eurer Ankunft in der Zweigwelt erklärt, was ihr dort alles vorfinden und tun werdet? War nicht jedes einzelne Wort davon korrekt? Jedes? Das Ganze hier war einmal eine Teamarbeit. In der Vergangenheit. Bevor du mir bewiesen hast, dass ich dir nicht vertrauen kann. Und auch weiterhin gibt es Dinge, die du mir verschweigst. Das gibst du ja indirekt schon selber zu.
Und in dieser Lage wagst du es, von Vertrauen zu sprechen. Ja, du hast mir genau gesagt, was in der Welt da passieren würde. Und warum behaupten würdest du, dass es war, damit wir vorankommen? Und ist das wirklich so? Wer kann mir das garantieren? Dasselbe Pokémon, das mir immer noch ein anderes Leben verschweigen will. Nach allem, was ich weiß, könntest du mich gerne absichtlich direkt zum Weltenkern geschickt haben. Damit wir ja den Weltenbaum des Sternlichtes wieder verlassen. Nicht, dass wir am Ende noch die Wurzelwelt erreichen. Was du nicht verstehst, ist, dass ich meine Geheimnisse zum Besten von uns beiden behalte. Immer wenn ich dir etwas über mich verrate, glaubst du mir weniger, weil meine Vergangenheit deinem Ideal widerspricht. Du merkst gar nicht, was hier wirklich los ist, oder? Natürlich vertraue ich dir weniger, je mehr du mir über dich verrätst. Weil du es mir jetzt erst erzählst. Weil jede Wahrheit, die du jetzt preisgibst, vorher eine Lüge war, die du mich glauben lassen wolltest. Das Problem ist nicht, was du mir verrätst, sondern wann du es tust. Und das gibt dir also das Recht, mich zu behandeln wie eine Witzfigur. Es gibt mir das Recht, alle Maßnahmen zu ergreifen. Und was willst du denn dagegen tun? Ich glaube, dein Problem ist nicht, dass ich handle, sondern dass du merkst, dass du keine Macht mehr über mich hast. Weil ich nicht mehr handle, als müsste ich jedem deiner Worte folgen. Ich wäre ja durchaus bereit, dich trotzdem anzuhören. Deine Worte für meine Handlungen zu erwägen. Aber du musst mir eben beweisen, dass es nicht mein Schaden wäre, das zu tun. Zunächst blickte die innere Flamme nur stumm auf ihren Horst. Erfüllt von Zorn, vermutete Flamme. Doch eben deswegen überraschten die folgenden Worte umso mehr. Gut, wenn meine Wahrheiten dir so dringend sind, du sie so schnell wissen musst, dann sollst du noch etwas mehr erfahren und vielleicht lernen, warum manchmal die halbe Wahrheit besser ist als die ganze. Dann bin ich mal gespannt. Sprich. Na gut. Ich habe es dir gesagt. Omegon sollte mich nicht als Inferno kennen dürfen, da ich erst seit unserem ersten Treffen Inferno bin. Aber auch habe ich schon offenbart, dass Omegon jedes Pokémon kannte, mit welchem ich zuerst arbeitete. Und daraus hätte er wohl kaum einen Grund, mich zu hassen. Im Gegenteil. Bevor ich hier war, Flamme, war ich die Flamme von jemandem, der für ihn kämpfte. Und zwar wahrlich kämpfte. Ich habe einst ein Pokémon der Gruppe geführt, die nun eure letzte Hürde wird. Deswegen konnte ich so viel über die Zweigwelt reden. Wir haben sie oft besucht. Deswegen konnte ich dir von Eevee erzählen. Ich kämpfte einst auf ihrer Seite. Und jetzt versuchst du ihren Erfolg von der anderen Seite zu erzwingen. Genervt schnaubte die Spiegelung auf, drehte sich wie manchmal in seinem kleinen Kreis, bevor er sich wieder setzte. Siehst du? Genau das meinte ich. Deswegen habe ich dir die Scheiße verschwiegen. Weil du dich dann von vornherein geweigert hättest, mich anzuhören. Genau deswegen habe ich dich angelogen. Wie man es macht, ist es falsch. Sage ich nichts, bin ich dir nach ein Verräter. Spreche ich dann auch. Soll ich es dir ausbuchstabieren? Du hast Funkenherz doch auch schon getroffen. Sie hat sich euch angeschlossen. Sie hilft euch. Glaubst du wirklich, der Rest von uns wäre anders? Wir haben nicht für Omegon gekämpft, weil wir irgendwelche Weltenbäume zerstören wollten. Wir haben gekämpft, weil es aussah, als wären wir die Opfer in diesem Krieg.
Er hat uns manipuliert. Belogen. Und du glaubst, dafür will ich ihm jetzt helfen? Dafür für eine Lüge durch die Hölle gegangen zu sein? Funkenherz ist viel zu gnädig ihm gegenüber. Meine Vermutung ist, dass ich nur wieder eine Flamme geworden bin, um Rache zu üben. Für uns alle. Und deswegen stecke ich in der Scheiße hier mit dir fest. Weil du der Auserwählte bist, der Omegon stürzen soll. Weil du derjenige bist, der Omegon brennen lassen soll. Lieber sterbe ich 1000 qualvolle Tode, als noch eine Sekunde meiner Existenz für etwas anderes zu verwenden, als die Hinarbeit auf sein Ende. Und wenn du scheiterst, dann werde ich wieder eine Flamme. Und wenn Omegon sein Reich erschaffen kann, dann werde ich in diesem Reich eine Flamme. Und wenn ich die Flamme eines jeden Pokémon werden muss, bevor eines von ihnen endlich Erfolg hat, dann werde ich das tun. Ich habe eine Existenz als Flamme verschwendet. Jemanden zum Sieg geführt, für den wir nichts als Werkzeuge waren. Und ich werde jede weitere Minute dafür aufgeben, dass diese Existenz nicht in den Geschichtsbüchern verbleibt. Diese Rede war etwas, das selbst den so sonst misstrauischen Flamme zum Nachdenken brachte. Die gesamte Stimme der inneren Stimme, jedes einzelne Wort schien von solchem Hass erfüllt. Erinnerungen an eine lieber vergessene Zeit schien mitzuschwingen. Eine Reue. Aber auch eine Entschlossenheit in jeder Ader, welches zur Herausforderung machte, an der Aufrichtigkeit des Abbildes zu zweifeln. Gut, ich glaube dir. Die ganze Tirade kam auf einmal zum Stillstand, als Überraschung wieder Einzug gebot. Was? Du glaubst mir. Du. So etwas höre ich aber auch zum ersten Mal. Willst du dich etwa beschweren? Natürlich nicht. Aber auch wenn ich deiner Ansprache Glauben schenke, so gibt es Dinge, die sich noch nicht ändern. Also, wenn du willst, dass ich wirklich wieder bereit werde zu glauben, dass ich bereit werde, wir als Team zu arbeiten, dann musst auch du kooperieren. Sind wir uns da einig? Na gut. Fürs Erste.